Hi, ich bin der Günther, ich komme aus Dörrambude. Willkommen zu einer neuen Folge Smash Bros. Ultimate Online Tournaments. Das Ziel heute ist einfach nicht gegen Palutena kämpfen zu müssen. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Charakter. Es ist so scheiße. Es gibt. Du kannst aber nicht garantieren, dass dieses Ziel erfüllt wird. Ja, ich hoff's aber. Es gibt zwei Arten von Palutena-Spielern und gegen beide habe ich mit K.Rool keine Chance. Die sich komplett eincampen oder die Neutral Air spammen. Sache ist die, eincampen klingt zwar für einen Charakter mit einem Reflektor so toll, aber Palutenas Side-B kann man ja nicht mal reflektieren, den Kackangriff. Es ist keine Palutena im Turnier. Alter, HDK2, der gönnt sich auch. Ich bezweifle aber, dass der so krass ist. Der einzige, der wirklich vom Charakter her nerven könnte, ist der Game & Watch da unten. Hoffen wir einfach, dass der schnell raus ist. Und zunächst, ich habe ehrlich gesagt, weil das offensichtlich... Okay, offensichtlich, ne? Auch ein bisschen dumm von mir zu sagen, wir sind in Runde 1, das heißt, der Gegner ist schlecht. Aber jetzt! Mann, ich habe am Anfang predicted, dass er direkt den Panzer macht. Und jetzt! Digga! Ich hatte nicht mal Unrechten damit, dass das so ein Spieler ist. Er hat's nur am Anfang nicht direkt gemacht. Der Clap. Schade. Ich hatte halt sogar recht. Schade, ich hab gehofft, der geht direkt auf Razor Leaf. So ein Flareblitz mögen zwar manche, aber der ist doch sehr punishbar. Wie ihr hier seht. Er geht an die Ledge, grabt das Ding nicht, weil er Flammenblitz nutzt und kriegt sofort auf 40 die Downhand, die Phrasen und ist tot. So, also das bestmögliche Turnier für mich wäre jetzt gleich gegen Donkey Kong, dann sage ich, wie es ist, gegen Bowser, von denen da auf jeden Fall Bowser und dann vielleicht nochmal DK oder Ridley. Einfach nur fett. So, kurzer Cut dann wieder. Also ich hoffe, er wird kurz. Ich darf gegen Donkey Kong. Das ist gut. Die schlechte Nachricht, wenn ich den besiege, darf ich gegen Game & Watch oder Lukas. Dafür bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Werden wir ja sehen, wie gut der Kampf wird. Wäre besser, wenn mein Schild rauskommen würde. Der Kampf beginnt schon mal. Was? Sehr gut. Halt du einfach. Geh am besten aus dem Raum, weißt du? Du hast bisher nichts gemacht außer Trash Talk. Mann, warum grabt der jetzt? Ich verliere das. Warum drehst du dich, K.Rool? Nein, als ob ich nicht treffe. Als ob das trifft! Gott! Warum habe ich diese Folge begonnen? Ich hätte vielleicht nach der letzten einfach realisieren sollen, dass heute nur Scheiße abgeht. Als ob ich jetzt im Viertelfinale verloren habe. Lass mich raten, jetzt kommt wahrscheinlich Runde 1 Palutena oder so ein Scheiß.
Also wenn ich jetzt im Turnier gegen Palutena oder Game & Watch rausfliege, dann beende ich das Video auf der Stelle. Dann lade ich das auch gar nicht erst hoch, dann lasse ich es sein. Ich warte nur noch auf ein 8-Spieler-Turnier mit 7 Palutenas. Ich traue dem Spiel gerade alles zu. Ich verstehe halt auch das Problem nicht. Bin ich heute so schlecht in Form? Aber das Skill-Level ist auf jeden Fall auch, egal wie gut ich in Form bin oder nicht, das Skill-Level ist deutlich höher als sonst an einigen Tagen. Okay, von der Aufstellung her gingen auf jeden Fall schlimmere Turniere. Es ist weder Palutena noch Game & Watch überhaupt im Bracket. Ryu Runde 1. Plot Twist, das ist jetzt so ein Kick, der die ganzen Kombos raus hat und mich dann innerhalb von 50 Sekunden zweimal Zero to Death. Alternativ bricht das Turnier ab. Also, jetzt reicht's langsam. Jetzt reicht's langsam. Das hat das Spiel gemacht, hier schön kurz Hoffnung machen. Ja, das Turnier hat doch eine ganz gute Aufstellung. Passt doch, oder nicht? Ja, Pech gehabt, darfst nicht mitspielen. Das macht man nicht. Also, das ist echt. Vor allem, darf ich anmerken, dass wir das noch nie vorher hatten. Das ist das erste Mal in den Videos und auch außerhalb. Ich hatte das noch nie. Dass das Turnier dann einfach so... nee, doch nicht. Ach Gott. So, schön. Bisschen auf dem Computer-Style. Auf mich zu abtilten. Das sollte eigentlich eine Dash-Attack werden. Ich habe das Gefühl, dass in letzter Zeit ich meine Inputs manchmal ein bisschen zu schnell reinhau und dadurch zum Beispiel statt einer Dash Attack einen F-Smash habe. Hier haben wir jetzt Sonic, Quajutsu, Little Mac, Zelda, Yoshi. Ja, das ist definitiv deutlich beschissener, das Bracket. Aber was habe ich anderes erwartet? Und dieses Mal darf ich sogar kämpfen. Du hast Palutena erwartet. Ich hab grad gedacht, dass jetzt kommt. Nee, hier darfst du auch nicht kämpfen. Nächstes Turnier, da hast du dann Palutena. Am besten einfach so lange funktionieren die Turniere nicht, bis Palutena drin ist. Als ob das clasht. Zumindest wirkt der Typ nicht gut. Okay, ich habe ehrlich gesagt ziemlich fest mit einer Downbee gerechnet. So, ich soll jetzt langsam einfach mal... Jetzt macht der Sinn, ne? Nein, du stampfst nicht so leicht. Digga, habt ihr gesehen, wie das mein Schild fast gebrochen hat? Als ob. Ich hab grad schon Kombo-Potenzial gesehen. Und dann fliegt die Krone komplett dumm über ihn drüber. Alter, habt ihr das gesehen? Der kommt da raus und direkt ab, ja. Nein! Schade, ich hab gedacht, er macht's nochmal. Nee, man kann, ich weiß nicht, ob man aus dem Ei da rausgrabben kann. Wenn ja, definitiv nicht so leicht. Ich habe noch ein Stock-Lead, er ist auf Kill-Prozenten. Du stirbst nicht so lächerlich, Junge.
Seht ihr das? Das war wirklich der High-IQ-Play. Ich stehe eine halbe Stunde im Schild da. Und anstatt sich dann zu denken, dann könnte ich vielleicht grabben, spielt er Yoshi und drückt die Neutral Air. Ja. Super Kampf, krasser Gegner, hat eine ganze Weile gedauert, deswegen dürft es nicht so lange dauern bis zur nächsten Runde. Ich muss schon sagen, das da oben sieht mir auf jeden Fall unfassbar sympathisch aus. Zelda, Quajutsu und Melinda. Bitte verschone mich. Komm, jetzt vielleicht... Okay, Donkey Kong und Ike sind relativ ähnlich für mich. Von da drüben ist noch ein Quajutsu. Sonic gegen Little Mac, auch Superkampf. Ich merke schon, wir haben hier wirklich ein Super Bracket erwischt. Vor allem ist Dedede der einzige Heavy, der effektiv außer K-Rool selber was gegen die Projektile machen kann. Das heißt, er ist so gegen K-Rool der beste Heavy, so ziemlich, habe ich zumindest oft das Gefühl. Okay, Melinda ist zumindest raus und Quajutsu auch, aber da weiß ich halt nicht, ob Zelda so die bessere Wahl ist. Und jetzt nochmal. So, nicht nochmal im Halbfinale gegen Donkey Kong. Halbfinale, Viertelfinale. Nein, ich habe sogar gelesen, was er macht, aber sein Input war schneller. Als ob das nicht getroffen hat. Wirklich? Willst du mich verarschen? Als ob der das gelesen hat. Ist das denn sein Ernst? Wie weiß der jedes Mal, welche Get-Up-Option ich nehme? Habt ihr gesehen, der hat sogar die Roll gelesen. Ich verliere das wieder. Als ob das nicht trifft. Digga! Sicher kann der da so reagieren! Smash-Attack spam! Ich verliere jedes Mal gegen Donkey Kong! Was ist das? Wahrscheinlich das erste Mal. Das sind. Hast du den gesehen? Wo war das ein guter Spieler? Weil er vielleicht ein guter war, ich verliere dann gegen ihn. Weil ich nichts machen kann, wenn er Spot-Dodge spammt und Smash-Attack! Eigentlich dachte ich, Donkey Kong hat eine ähnliche Framerate wie K-Rool, aber offensichtlich nicht! Und der erste Kill war sowieso lächerlich. Weil der. Ich habe jedes Mal eine andere Get-Up-Option benutzt. Und der wusste jedes Mal, welche ich nehmen werde. Es gibt locker 4-5 Optionen dafür. Und er wusste jedes Mal, welche ich nehme. Wie das geht, will ich auch mal wissen. Alter! Kann ich jetzt endlich mal hier irgendwie was reißen? Wir können nicht ein ganzes Video ohne Turniersieg machen. Das wäre das erste Mal. Das wäre das erste Mal, aber es wäre eigentlich die Wahrscheinlichkeit total logisch. Es gibt dann schon noch einen Unterschied. Es wäre vielleicht so, wenn jeder Spieler in diesem Spiel genau gleich gut wäre. Gott, Runde 2 gefällt mir ja jetzt schon. Yoshi und Pummeluff.
Jetzt mal im Ernst. Darf ich anmerken, dass wirklich das mit Abstand angenehmste Bracket das war, bei dem das Spiel dann gesagt hat, das machst du nicht? Zum Glück spielt er Cloud. Das dürfte nicht sonderlich schwer werden, sagt er und liegt 1-0 vorne. Nein, ich hab gedacht, die Krone trifft nochmal. Ja. Jetzt mal im Ernst. Die erste Runde gewinne ich jedes Mal in gefühlten 3 Sekunden, ne? Ich muss jetzt endlich mal übers Viertelfinale hinauskommen. Aber Yoshi und Pummeluff ist da nicht die schönste Auswahl für. Oh Gott, und da unten ist ein Donkey Kong. Da unten ist ein Donkey Kong. Yoshi ist weiter, Lukas ist weiter. Was mir noch mehr Sorgen macht, Donkey Kong ist weiter. Also, wir müssen jetzt gewinnen. Wir können nicht jedes Mal im Viertelfinale verlieren heute. Der Typ hat einen Gameplan. Der ist nicht unbedingt gut, dieser Gameplan. Aber er hat einen. Ich muss einfach mal... Willst du mich verarschen? Ich will eine Erklärung, warum ich das 18 Mal nicht countern konnte. Digga, sogar sein Getter Punish ist ein... Sag mal! Digga, den einen Yoshi vorhin habe ich damit gekontert. Das kann man kontern. Exakt! Ich habe gekontert. Der Typ wählt aber auch nicht anders. Seht ihr dem seinen fucking Gameplan? Ich dachte kurz, er hat sich umgebracht. Er verändert seinen Gameplan. Doch nicht. Das hätte mein Schild gebrochen. Boah, wie trifft mich das? Der Typ hat einen Gameplan wie eine... Hallo, Downbee? Wie eine Ananas. Gar nicht. Oder habt ihr schon mal eine Ananas gesehen, die Smash spielt? Alter, seht ihr dieses Mix-up? Der hat mich ja komplett outplayed. Jetzt mal ganz im Ernst. Was? Und ich dachte, Palutena spammt nur einen Move. Wie oft in diesem einen Battle hat dieser Kerl Downbee eingesetzt? Oh Gott, da drüben sind ja sogar 2 Lukas weiter. 2 Lukas, Ness und Peach. Und bei mir Samus und Donkey Kong. Das heißt, drüben nur Ekel, bei mir Samus und wer der eigentlich nicht eklig ist, aber hier heute, bei dem, was hier bisher abgeht, definitiv. Ich spiele lieber gegen Samus. Der Samus-Spieler war vorhin auch schon mal in einem Turnier drin, ist aber nicht so weit gekommen. Ich glaube, 2. Runde raus. Könnte ihm wieder passieren. Und dann wäre es die 3. Runde. Rat jetzt auch, ich mache euch keinen Kack. Aber Digga, gebt euch halt auch mal die rechte Seite. Was haben die sich... Was ist denn da schief gelaufen? Ich meine, Double Lukas, Ness und Peach sind weiter. Aber wenn sie es nicht wären, hätten wir auch noch Ice Climber, Fox und Rob zur Auswahl gehabt. Dude!
Was ist denn das? Und dann gibt's Leute, die sagen, K-Rool wäre ekelhaft. Das stimmt auch wieder, kommt immer auf den Spieler an. Das ist wirklich eine Sache, die behaupte ich selber einfach so. Das ist meiner Meinung nach auch ein Fakt. Ich spiele schon anders als der durchschnittliche K-Rool-Spieler. Ein gutes Stück offensiver am liebsten. Ich glaube, das ist teilweise auch der Grund, warum ich so gut vorankomme. Keiner erwartet einen deutlich offensiven Kill. Okay, nicht gegen Donkey Kong. Nicht gegen Donkey Kong. Sehr gut. Auf der anderen Seite Peach und Lukas. So, jetzt muss ich aber natürlich an Samus vorbeikommen. Es gibt drei Möglichkeiten. Jump, also von ihr Jump, Side-B oder Charge-Shot laden. Mit einer Down-B hatte ich allerdings nicht gerechnet. Nein, ich habe gehofft, ich kriege einen Instant Shield Break raus. Digga, seht ihr das? Ich hit mit einer Dash Attack und werde. Ich hitte mit der Dash Attack und werde dafür gepunished. Als ob mich das trifft. Scheiße, der Spot-Dodge mit der Hitbox hat mich getroffen. Schöner Grab-Versuch. Es war klar, dass er den Roll-Read bekommen will. Und genau deswegen habe ich das Schlaustmögliche gemacht und bin nicht gerollt. Und natürlich trifft der Dame. Hallo, Dash Attack hat Super Armor? Ich glaube aber auch, K-Rool ist der einzige Charakter, dessen Jabs man mit einem F-Smash punishen kann. Als ob das trifft. Ja klar. Ich bin tot. Nee, ich dachte, ich kann nicht mehr low recovern. Dash Attack? Nein! Das kann nicht sein! Warum würdest du das machen? Der Player gibt nicht mal Sinn! Wie kann ich immer verlieren heute? Wenn ich gleich Kassel geben. Das ist so ein Bullshit! Ich beende dieses Video nicht, bevor ich ein Turnier gewonnen habe. Punkt. Ich beende das Video nicht vorher. Wie viel Endiakku hast du noch? Genug für ein paar Stunden. Irgendwie mache ich das nicht. Doch, mein Akku hält ein bisschen. Weil das denn die ganze Zeit aufnimmt? Ja. Und wie viel Speicherplatz? Der reicht noch für ungefähr. Okay, da müsste ich gucken. Aber das reicht noch für irgendwie eine Stunde. Und dieses Video endet nicht, bevor ich nicht ein Turnier gewonnen habe. Tja, es lief noch nie so schlecht für mich wie heute. Nicht nur diese Folge, sondern auch letzte. Ja, und dann, ich sag das, und dann kommt so ein Tournament.
Mit drei Ness! Was ist denn das? Drölfzig Bowser, drölfzig Ness, was ist denn hier los? Digga, jetzt mal im Ernst. Ist das... Wie viele 32 Spielerturniere hatten wir in diesem Format bisher? Fast keine. Und gerade jetzt, wo eigentlich die Folge langsam enden sollte und ich sage, ich beende mich, bevor ich ein Tournament gewinne. Gerade jetzt kommt eins. Nein, ich habe gehofft, er wird nicht auf dem Hinweg getroffen. Nein, verfehlt. Hä? Wieso hat er sich gedreht? Aber ich sehe schon die große Angewohnheit von dem Typen. Der airdodgt sehr gerne. Hier sowas. Das ist das erste Mal gefühlt, dass er nicht schlägt in dieser Situation. Ich hab geschildert, weil ich dachte, er liest die Rolle. Wieder der Air Dodge. Achtung. Habt ihr gesehen? Ich wollte es sogar nochmal lesen, weil er das wirklich immer macht. Das ist so eine Angewohnheit von dem. Das habe ich auch direkt erkannt. Das kann ich dann auch gut punishen. Der Typ ist jedes Mal in Richtung der Mitte der Stage geairdodged. Ich habe zwar die Punishes meistens verfehlt, aber... Es ist trotzdem eine wirklich schlechte Angewohnheit. Und jetzt mal hier ein bisschen genauer umgucken. Ich sehe drei Bowser hier direkt auf meiner Seite des Brackets. Ich sehe Samus, Sheik. Ist das nur ein Link? Da drüben haben wir zwei Mii-Schwertkämpfer, zwei Kirbys, drei Ness. Zwei Joker. Also die haben auch alle sehr viel Innovation. Oh Gott, Alter. Also Banjo oder Ryu. Gegen Ryu würde ich lieber. Und seht ihr, was danach kommt? Danach habe ich die doppelte Chance auf Bowser. Dann sonst Samus oder Link. Oh. Boah, dass alle das auf der gegenüberliegenden Seite sind, die können spätestens im Finale auftauchen. Genau, das ist das Problem. Wenn Ness im Finale ist, dann heißt das, dass er in dem Turnier auf jeden Fall was kann. Und dann würde ich so wahrscheinlich gegen den verlieren. Und weil bei diesem Turnier Finale ist, weil es dauert so ewig, dorthin zu kommen. Eben. Genau das ist es ja. Und ich riech auch jetzt schon, dass ich ins Finale komme und da verlieren werde. Außer ich muss in Runde 3 gegen Samus ran. Ich werde mal das Rätsel geben, du kommst ins Finale von dich gegen Ness. Das würde ich gar nicht unterschreiben. Ich kann mir auch vorstellen, dass Joker hinkommt. Okay, beide Bowser, gegen die ich hätte spielen können, sind raus. Das heißt Runde 3, wenn ich das hier gewinne, Link oder Samus? Was ist denn das schon wieder? Kein Bowser. Ja, ich hätte lieber Bowser gehabt. Ja, das wäre auch einfach so nicht schlecht, wenn die direkt in der ersten Runde rausfliegen. Genau deswegen hätte ich sie gerne gehabt, weil ich genau wusste, die sind schlecht. Du spitzt wie jeder Banjo. Es war relativ klar, aber ich hatte halt kurz Hoffnung.
fuck? Spotwatch mit der Hitbox. Ja gut. So, jetzt hat er wieder 5 Wonder Wings. Nein! Du kannst nicht einfach Side B spammen! Das funktioniert nicht! Das ist punishbar! Link oder Samus? Mann, da freue ich mich drauf! Und danach Zero Suit wäre am schlimmsten. Beile wäre, naja, Gendorf wäre super, Bowser wäre. Auch, naja. Also Ganondorf wäre, wenn ich den dann irgendwie schaffen sollte, gegen Link oder Samus zu gewinnen, mein Lieblingsgegner. Apropos, 2 Ness sind in Runde 1 ausgeschieden. Es ist nur noch einer drin. Mii Schwertkämpfer auch nur noch einer. Kann es sein, dass wir bereits keine Kämpfer doppelt haben? Bei Bowser sind 2 von 3 ausgeschieden. Bei Ness auch. Die Joker sind beide ausgeschieden. Mii Schwertkämpfer ist einer ausgeschieden. Kirby sind beide ausgeschieden. Ach, ich habe gar nicht gesehen, dass da auch ein 2. Gendorf war, aber der ist auch ausgeschieden. Ike hatten wir auch 2, ist aber auch einer ausgeschieden. Wir haben keine doppelten Kämpfer mehr, wenn ich es richtig sehe. Okay. Wir müssen das jetzt holen. Ganondorf ist weiter, Zero Suit ist weiter, Link ist weiter. Oh Gott, ich habe gerade gesehen, dass auf der anderen Seite Mega Man ist. Ein guter Mega Man habe ich noch nie bekämpft. Ich weiß aber, dass es wirklich sehr starke von denen gibt. Ich wusste, dass er es macht. Ich habe eigentlich auch darauf reagiert. Jawohl! Früher Stock. Gute Verbindung. Warte, der ist jetzt nicht gerage-quittet. Wehe! Okay, ich dachte, wenn der rage-quittet, könnte es sein, dass das Turnier abbricht. Das große Problem, das ich jetzt sehe, der CPU, der jetzt gerade offensichtlich spielt, ist deutlich besser als der Typ. Gebt euch das. Der Typ ist gerage-quittet und jetzt spielt ein CPU an seiner Stelle. Und dieser CPU ist 80 mal besser als der Typ selber. Übrigens wollte ich nur mal kurz wissen, was denkst du denn, wie du die Folge nennen wirst? Juckt mich jetzt noch nicht. Kommt auch drauf an, wie lang es noch dauert. Seht ihr, man merkt allein daran, dass es ein Computer ist, dass er nicht den Jump macht, den jeder macht. Dieser eine Jump, den ich immer punische. Digga, diese... Der ist am Moven. Und dann das, dein Ernst? Dein Ernst? Aber okay. Wir sind weiter im Halbfinale. Ganondorf oder Zero Suit Samus. Das macht vom Matchup her auf jeden Fall einen eindeutigen Unterschied. Oh Gott, daran habe ich auch gar nicht gedacht. Ein guter Luigi-Spieler ist somit das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich habe aber nicht damit gerechnet, dass er gut ist. Aber jetzt ist er hier auf jeden Fall schon im Viertelfinale. Das könnte ganz schlimm werden. Wenn ich gegen den im Finale... Ah ja, was ich auch nicht erwähnt habe. Alle Ness sind raus.
alle drei Nests haben es nicht in die dritte Runde geschafft. Ein einziger in die zweite und der ist da ausgeschieden. Auch Bowser hat es keiner weiter als bis in Runde 2 geschafft. Ja, da, die beiden waren Runde 2. Mii-Schwertkämpfer gilt dasselbe. Die, die jetzt noch drin sind, sind eben ich, Ganondorf, Zero Suit, Mega Man. Vor dem habe ich echt Schiss, muss ich sagen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ich gegen den wirklich kämpfen muss. Zero Suit. Ganz schlecht. Und auf der anderen Seite Peach und Mega Man. Oh Gott. Ein guter Zero Suit-Spieler wär so schlimm. Hat der gerade mit dem Jack hinter sich gehittet? Nein, ich dachte kurz, er wäre tot. Der Upsmash schön. Nein, ich hab gehofft, der grabbt nicht. Der wollte mich jetzt zerstören. Back Air holt. Was? Carol hat Zeit wie anstatt ab wie benutzt. Ja! Er ist raus! Finale! Hätte ich das verloren, ich wäre so abgefuckt gewesen, weil K-Rool Side-B anstatt Up-B genutzt hat. Finale! Komm! Wer ist der andere außer... Ah, Mega Man und Peach waren's. Mega Man und Peach. Och Gott, beides Charaktere, gegen die ich fast nie kämpfe. Die könnten mich beide gut zerstören. Ich cutte euch, weil das Video schneidet sich, wenn es zu lang ist, automatisch in zwei und dann mehr Arbeit. Peach. Ich sag's ehrlich, mir wär Mega Man lieber gewesen. Mir wär Mega Man lieber gewesen. Puh. Ruhig bleiben. Gegen Peach. Ich hab fast nie gegen Peach gekämpft, aber das muss nichts heißen. Ich kann das gewinnen. Als ob! Wollt abehren. Das war scheiße. Ich hab eigentlich Down-B gedrückt. Was? Ich bin doch nicht, doch tot. Nein. Jawohl, schön, schnell. Jetzt aufpassen. Nein, ich wollte gerade sagen, wir dürfen jetzt nicht gedown-tilted werden. Wie? Ich hab gedownbeat! Ich hab gedownbeat!
Scheiß kann ich mir auch nichts kaufen. Ich sagte, ich beende hier, wenn ich ein Turnier gewonnen habe. Und das mache ich auch. Nein. Das wird auf jeden Fall das längste Turniervideo bisher. Und das schlechteste. Alter, es kann nicht sein. Es war so nah dran. Vor allem war es nicht genau, wie wir am Anfang des Turniers gesagt hatten. Ich werde ins Finale kommen und dort verlieren. Genau das, was wir gesagt hatten. Komm, bitte gib mir ein 8-Spieler-Turnier. Ein 8-Spieler-Turnier. Es sind 16. Runde 1. Oh Gott. Das wird nix. Mein Mindset ist natürlich jetzt auch super danach. Wir haben Ness, Bayonetta, Samus, Zeus, Samus, Pikachu. Allein auf meiner Seite vom Bracket. Die andere konnte ich mir nicht mal genau angucken. Sonic Profile Picture Ness. Da frage ich mich, will der Typ eigentlich nur triggern? Der Typ will nur PK Fire. Und wisst ihr was? Der bekommt gleich auch PK Fire. So, Ness raus, was ein Keck. Wir müssen das jetzt schaffen. Ich stehe aber zu meinem Wort, dieses Video endet nicht, bevor ich nicht ein Turnier gewonnen habe. Und jetzt überlegt mal, ich glaube, ich hatte vorher nie überhaupt ein Video. Da drüben ist ja nochmal Bayonetta und Inkling und Game & Watch. Oh Gott, das ist nicht mein Tournament zum Gewinnen. Das ist nicht das Turnier, in dem ich erfolgreich sein werde, das sehe ich schon. Jetzt überlegt euch mal, sonst gehen diese Folgen eine halbe Stunde und ich gewinne 2-3 Turniere. Und heute gibt es eine Stundenfolge mit dem Ziel 1 zu gewinnen. Gamen, oh Gott! Wir haben Pikachu ist weiter und die andere Seite. Game & Watch, Bayonetta, Inkling und den letzten habe ich vergessen. Das ist doch ein Gag. Na, bitte Downbee nochmal. Danke, dass du mich grabst. Ja gut. Nein, ich hab gedacht, er macht den Schwachen. Der Jump, den jeder macht. Es ist der Jump, den jeder macht. Der dann die Leute umbringt gegen mich. Weil dadurch krieg ich nochmal extra Damage drauf. Sie sind offstage und haben keinen Jump mehr. Was? Was?
Nächste Runde Pikachu oder Zero Suit und dann Game & Watch, Bio, Inkling oder Joker? Das ist definitiv nicht das Turnier, das ich gewinnen werde. Das ist keine Frage. Ich mal im Ernst. Hätte ich die andere Seite und das hier unter mir sofort gesehen, ich glaube, ich hätte tatsächlich absichtlich taktisch gegen Beile verloren, weil ich weiß, das gewinne ich nicht. Egal was passiert, das gewinne ich nicht. Das, die einzige Chance, die ich habe, ist jetzt, entweder Pikachu kann die Kombos nicht oder Zero Suit ist einfach so ähnlich wie gerade eben. Dann im Finale kämpfe ich gegen Joker, der zu sehr auf Down B basiert ist. Oder Inkling, der mit Roller nicht realisiert, dass ich das mit Down Smash punische. Das sind die Möglichkeiten. Das ist wirklich das Einzige, was ich hier hoffen kann. So, nächste Runde. Zero Suit ist weiter. Und auf der anderen Seite ist es Inkling oder Game & Watch. Puh, Gott. Oh Gott. Ich sag's wie es ist. Game & Watch. Wenn ein Game & Watch schon ins Finale kommt, bezweifle ich, dass ich irgendwie eine Siegeschance haben würde. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich dann machen sollte. Ich vergesse immer, dass die so schnell wieder agieren kann. Als ob das hittet. So, F-Smash, schöne Führung. Schade. Ich wusste, dass die das macht. Das ist Zero Suit. Die machen das immer. Komm, mach eine Neutral B. Und akzeptiere mein Down B Input. Hallo, ich drück Down B! Wenn ich jetzt verliere. Tschüss. Kein Risiko. Digga, warum kommen meine Downbees nicht? Wir sind wieder im Finale. Gegen Inkling oder Game & Watch. Wir sind wieder im Finale. Nein! Nein! Okay, ruhig bleiben. Game & Watch ist für mich das schlimmste oder zweitschlimmste aller Matchups. Aber das heißt nicht, dass es zu 100% ungewinnbar ist. Es ist nicht wahrscheinlich, aber wenn ich alles gebe, dann kann ich das gewinnen. Er macht nicht den Jump, den jeder macht. Ich bin tot. Er hat mich gesaved. Sicher!
Ja! Er panickt! Das waren 60 Damage. Nein, ich habe überlegt, direkt zu downsmashen. Nein! Nein! Was machst du, Kael? Nein, warum trifft das? Nein! Was? Das ist ein Joke. Das ist dieses Video. Wo ist die versteckte Kamera? Es kann nichts. Habt ihr diesen F-Smash gesehen, den einen? Der war in ihm drin. Der hat ihn 8-mal getroffen. Dieser eine F-Smash hat ihn so getroffen. Er wäre tot. Er wäre tot. Wieder im Finale und dann so gegen Game & Watch. Es kann echt nicht mehr sein. Ich muss ein Turnier gewinnen. Das Problem ist, wenn ich das jetzt nicht gewinne, dann bin ich gezwungen, eine Pause zu machen, weil mein Handyspeicher voll ist. Und ich habe heute Nachmittag noch was vor. Und morgen sind die Turniere nicht mehr da. Ich muss gewinnen. Ich muss gewinnen. Es sind keine so schlimmen Charaktere da. Wir haben hier kein Game & Watch, kein Palutena. Wario könnte nerven, aber ich habe gegen den einiges an Matchup-Erfahrung. Vom Bracket her ist es machbar. Ness oder Rob im Finale wären aber schlimm. Als ob. Nein, ich hab das so gelesen. Und er lässt sich nicht von der hohen Kanonenkugel baiten. Das ist mein Runde 1 Gegner und der fällt jetzt schon nicht auf die Tricks herein, auf die teilweise meine Finalgegner hereinfallen. Nein! Der Jump, den jeder macht.
Wirklich, das ist eine Win-Condition für mich. Der Jump, den jeder macht. Wir haben Runde 1 überstanden, aber das war schon nicht wirklich gut. Yoshi oder Wario? Alter, ich bin gerade übel zittrig. Yoshi. Yoshi ist es. Ich hatte heute schon 2 Yoshis, die beide nicht gut waren. Und er beginnt auch direkt wieder mit der Stampfattacke. Digga, ich bin so oft am Taggen, man könnte meinen, ich mach das absichtlich. Ach, das war aber bad. So, schnelle 50 Damage. Wenn du predictbar spielst, dann bringe ich dich dafür um. Also, fokussieren, so kann es weitergehen. Den Typen habe ich wirklich komplett outplayed. Darain oder Toon Link in der nächsten Runde. Falco wäre vermutlich fürs Finale der unangenehmste. Mewtwo wäre auch nicht so toll. Rob finde ich tatsächlich am zweitangenehmsten, sage ich, wie es ist. Und Ganondorf wäre super. Und das Nessraus, es gefällt mir. Die haben echt eine Ewigkeit gebraucht. Aber andererseits, was erwartet man, wenn es ein Toon Link gegen Darain-Match gibt? Dass die sich nicht ein Jahr lang gegenseitig outcampen? Und auf der anderen Seite haben wir Mewtwo oder Ganondorf. Darain nicht so der häufigste Gegner für mich. Ich sage jetzt einfach Darain, auch wenn es hier im Englischen Robin heißt. Nein. Nein. Ein Glück hat meine Krone eine nachvollziehbare Prio und geht durch deinen voll aufgeladenen Thunder durch. Ich habe auf Shield Break gehofft. Mann, halt doch Schild! GG's, you played yourself. So, nächstes Finale. Wir sind wieder einmal im Finale. Zum dritten Mal in Folge. Es muss jetzt klappen. Es kann langsam nicht mehr sein. Aller guten Dinge sind 3, das muss ich jetzt holen. 3-mal Finale, 2-mal verloren, das dritte steht aus. Es ist Mewtwo. Ganondorf wäre eindeutig besser gewesen, das ist klar. Vor allem hat der offensichtlich eine Ahnung von Mewtwo. Aber Mewtwo hat ein leichtes Gewicht und eine relativ große Hitbox. Was für ein K-Rool nicht so schlecht ist. Andererseits hat er halt schon gute Kombos und Reflektor. Und ich rieche jetzt schon, dass es letztendlich eine Interaktion geben wird, bei der er einen Shadow Ball schießt, ich konter den und er reflektiert ihn zurück.
komm! Also das ist es doch! Verdammt, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Nach 51 Minuten sind es, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau, ich musste zwei Videos machen. Nee. Das ist über eine Stunde. Nach über einer Stunde haben wir endlich ein Turnier gewonnen. Was war das? Es war von der Performance her wirklich nicht gut. Aber vielleicht war es ja trotzdem unterhaltsam zum Angucken. Oh, ich brauche jetzt auf jeden Fall eine dicke Pause. Bin ehrlich gesagt ganz froh, dass die nächsten zwei Tage keine Online-Tournaments in der Form wieder sind, sodass ich Zeit habe, mich davon zu erholen. Wir sehen uns dann hoffentlich in einem anderen Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, ihr bis hierhin geguckt habt, lasst doch gerne ein Like oder Abo auf dem Video da. Bis bald.